Du hast einen Partner, der offensichtlich zu viel Alkohol trinkt und du bist dir nicht ganz sicher, ob er schon in der Sucht ist oder was überhaupt ein Suchtverhalten darstellt. Du hast Schwierigkeiten mit ihm, eine Lösung zu finden und er will sich nicht helfen lassen. Ich habe das alles durchgespielt. Ich habe der Sucht vor 10 Jahren entsagt und lebe heute sehr gut damit. Und ich habe in diesem Video typische Verhaltensmuster aufgezeigt einer Süchtigen, gerade vielleicht für dich, für Co-Abhängige, für Menschen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie nicht wissen, wie ein Süchtiger denkt und in was für Lügen er ausflüchtet und was für Denkmuster dieser hat. Deswegen will ich an alle Co-Abhängigen in diesem Video eine Einleitung geben, worauf man besonders achten sollte und letztendlich, was für eine Entscheidung man auch für sich am Ende alleine treffen muss. Deswegen, heute geht es um die Co-Abhängigkeit, meine Lieben, Alkohol und Co-Abhängigkeit. Bis gleich. Servus Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Euer Flaschengeist hier. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um die Co-Abhängigkeit im Alkoholismus. Beziehungsweise darum, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Das Problem bei mir ist natürlich, dass ich auf der anderen Seite sitze, nämlich Betroffener bin, ein Süchtiger, wie man es eben mag. Und von der anderen Seite berichten kann. Bevor wir anfangen, will ich mich jedoch bei verschiedenen Zuschauern bedanken. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir so zahlreich schreibt, um mich motiviert weiterzumachen. Ich möchte an dieser Stelle einer ganz bestimmten Person danken, die mir heute das hier zugeschickt hat. Total süß, eine kleine Flaschenlampe, Flaschengeist. Und da war eine schöne Karte dabei gewesen. Ich soll doch weitermachen. Vielen lieben Dank an dich. Ganz, ganz lieb, ganz, ganz nett. Ich denke an dich. Schön, dass du zuschaust. So, also, wer mir schon länger zuschaut, weiß, ich habe eine Alkoholtriologie gemacht. Die werde ich euch an dieser Stelle einblenden. Da wird darüber gesprochen, wie man in die Sucht gerät, beziehungsweise wie ich in die Sucht geraten bin. Da habe ich darüber gesprochen, wie der Alkoholentzug abläuft, wie mein Alkoholentzug abgelaufen ist und wie ein abstinentes Leben aussehen kann und wie mein abstinentes Leben aussieht. Das werde ich euch alles einblenden. Ich versuche nicht mehr darauf einzugehen und Querverweise zu machen. Das soll nämlich in diesem Video darum gehen, was ein Co-Abhängiger, ein Partner, der natürlich nicht wie ein Süchtiger denkt und nicht die Denkstrukturen eines Süchtigen hat und ja, selbst meistens hilflos eben den Machenschaften des Partners bzw. dessen Sucht ausgeliefert ist und nicht so dahinter kommt. Vorab sei gesagt, das hier ist ein Erfahrungsbericht. Ich bin ein Mensch, der mit meiner ganzen Erfahrung natürlich euch Hilfe geben möchte. Jedoch bedenkt, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist verschieden, jeder Partner ist verschieden, jede Beziehung ist verschieden und bei jedem Menschen sind die Rahmenbedingungen unterschiedlich und individuell. Das heißt, das, was ich hier berichte, muss nicht auf jeden so zutreffen. Es kann Muster geben, die nicht so zutreffen, die anders sind. Whatever. Bitte versteht es als Erfahrungsbericht und als Hilfe und als kleine Gebrauchsanleitung, um der Sucht eben besser auf die Schliche zu kommen als Partner. Gut, steigen wir ein, Leute. Punkt Nummer 1, ganz, ganz typisch, passiert ganz, ganz oft, so fängt das immer an. Es wird ein gewisses problematisches Trinkverhalten entdeckt. Ob das die Alkoholmengen sind oder ob das die Alkoholzeiten sind oder ob das die verschiedenen Tage sind oder beziehungsweise zu wenig abstinente Tage, whatever, brauche ich an der Stelle, glaube ich, nicht zu erklären, was ein problematisches Trinkverhalten ist, habe ich in anderen Videos gemacht. Jedenfalls kommt es dazu, dass der Partner, also du vielleicht, der das jetzt sieht als Co-Abhängiger, das bemerkt und den Betroffenen, den Süchtigen, Abhängigen darauf anspricht und sagt, hey, du trinkst mir letzte Zeit etwas zu viel, siehst du das nicht auch so? Und jetzt passiert etwas, wo ich aus Erfahrung sprechen kann, was fast alle Süchtigen machen. Es wird rigoros geleugnet. Und es kann auch dazu kommen, dass der Süchtige euch gegenüber aggressiv oder scharf im Ton wird. Also spinnst du, das ist doch Quatsch. Und dann werden fadenscheinige Argumente angeführt. Sowas wie, ich trinke doch nur dann. Ich habe doch frei, ich habe doch Wochenende, ich habe doch Urlaub. Alles, was man so anführen kann, was eigentlich keine wirkliche Argumentation im Sinne einer Sucht ist. Aber man versucht sich Dinge als Argument
zurechtzulegen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, weil eben viele Leute trinken nach Feierabend, wenn sie frei haben und das ja als normal gilt. Ne? Da wiederum aber die Mengen vielleicht nicht normal sind oder whatever, aber es wird so lange um den heißen Brei geredet, bis man sich irgendwie das argumentativ so zurechtgelegt hat, warum das denn nicht so ist. Und selbst wenn es nur ist, wenn man begründet, ich komme meiner Verantwortung ja nach, ich gehe ja immer noch arbeiten, ich kümmere mich ja immer noch um meine Kinder oder um sonst irgendetwas. Also ich komme dem Ganzen nach. Und das ist auch das, was den Süchtigen lange Zeit am Leben hält, weil er sich selber immer sagen kann, hey, wenn ich allem nachkomme, allem meiner Verpflichtung nachkomme, dann ist es ja auch eigentlich egal. Also man selber denkt, das ist so als Süchtiger egal. Ja, und selbst wenn ich süchtig bin oder selbst wenn ich zu viel trinke, sagen wir es mal so, ja und ich komme doch allem nach. Also was will der Partner von mir eigentlich? Also auch dieser Gedanke entsteht sehr, sehr schnell unterbewusst. Und was auch passiert ist, dass man dem Partner so einen Gegenbeweis liefert, also eine Art Gegenbeweis liefert, warum man ja nicht süchtig ist, also was nicht dafür spricht, dass man süchtig ist. Man verweist zum Beispiel auf gewisse Trinkmuster, die dagegen sprechen. Also guck mal, weißt du noch damals, da habe ich ja auch nicht getrunken und da habe ich auch kein Problem damit gehabt. Oder man verweist auf andere Menschen, die viel mehr trinken. Oder man verweist auf Rahmenumstände, die einem das dazu treiben zu trinken. Ne? Ich habe es doch so schwer oder ich habe doch gerade diese Belastung mit dem und anders halte ich das nicht aus oder sowas. Was aber auch passieren kann und was ich auch gemacht habe und was ganz, ganz viele machen, man tritt einen Gegenbeweis an. Weil wenn der Partner hartnäckig bleibt, also der Co-Abhängige hartnäckig bleibt, dann macht man so ein Agreement und das führt dann in einen Gegenbeweis. Also man vereinbart was. Und das ist Punkt 2. Was als nächstes kommt. Man vereinbart einen Gegenbeweis oder ein Agreement vereinbart man. Man sagt, okay, dann trinke ich eine gewisse Zeit nicht. 2, 3, 4 Wochen, 1 Monat, wie lange auch immer. Oder man sagt, wir vereinbaren eine Trinkmenge, also ein Trinkverhalten. Gut, dann trinke ich unter der Woche nur gar nichts oder nur so viel und am Wochenende dann dies und man einigt sich auf etwas, was man immer als normal empfindet oder als normal deklariert. So gemeinsam. So, und das dient dann sozusagen als Gegenbeweis, dem Süchtigen, aber auch dem Partner irgendwo. Und erstmal ist auch Ruhe in der Beziehung, weil es passiert sehr, sehr oft, dass das auch erstmal gelingt, wenn der Süchtige körperlich noch nicht drin ist, sondern vielleicht nur psychisch abhängig ist, dann kann ihm das auch mit Kraftanstrengung oft gelingen. Mir ist das auch gelungen. Und beispielsweise habe ich in der Alkoholsucht von meinem Krankenhausaufenthalt erzählt, wo ich auch wochenlang nichts getrunken habe. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil der Süchtige wägt sich dann in einer falschen Sicherheit, das ist das Erste, und der Partner auch. Und zum Nächsten, also was noch obendrauf kommt, der Süchtige hat dann ein Argument, was er in der Zukunft so als Totschlagargument immer wieder benutzt und sagt, weißt du noch damals, ich kann das ja auch wieder, ich habe das dir doch schon mal gezeigt oder ich habe es mir doch schon mal gezeigt, ich weiß, dass ich das kann. Und deswegen ist es gut, dieser Gegenbeweis, aber er ist sehr, sehr trügerisch, weil er in eine falsche Sicherheit die Beteiligten wähnt und auch den Co-Abhängigen, vielleicht dich als Co-Abhängigen, wähnt. Und dann kommt Punkt Nummer 3. Es ist nämlich so, dass der Süchtige schon insgeheim für sich selber weiß, dass er ein Problem hat und auch diesen Gegenbeweis mit ja, einer gehörigen Kraftanstrengung auch nur geschafft hat, auch wenn er das selber nicht zugibt. Er wird natürlich sagen, das war gar kein Problem. Er wird das zelebrieren, das ist doch gar kein Thema. Ich denke noch nicht mal an Alkohol. Also was habe ich alles erzählt? Mir ist Alkohol scheißegal, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich habe das sogar noch zelebriert, wenn andere dann getrunken haben und ich habe mich an mein Agreement gehalten und gesagt, guck mal und sowas. Also man zelebriert das richtig, man lässt sich richtig feiern dafür in dieser Zeit. Weil das soll ja so nachhaltig und intensiv wie möglich dem Partner vermittelt werden, dieser Gegenbeweis. Jedoch ist es dann so, dass die Zeit des Gegenargumentes, dieses Agreement, vorbei ist. Oder man verfällt dann doch dazu, in alte Strickmuster zu verfallen. Das wird zwangsläufig passieren. Irgendwann passiert das. Und dann kommt der dritte Punkt und das ist, man betreibt ein Versteckspiel und man spielt auf Zeit. Und zwar
verfällt man langsam in alte Trinkgewohnheiten, die problematisch sind, die der Partner ja damals gemerkt hat. Und diesmal weiß man als Süchtiger aber, okay, ich verfalle jetzt in alte Trinkgewohnheiten und ich weiß ganz genau, welche Punkte der Partner mir damals vorgeworfen hat, warum das auf einen problematischen Konsum hindeutet und warum das vielleicht eine Sucht darstellen kann. Also versucht man, diese Dinge zu vermeiden. Also man macht nicht das, indem man sie nicht tut, sondern indem man sie tut, ohne dass der Partner es mitbekommt. Also was macht man? Jetzt für dich als Co-Abhängigen auch, darauf musst du achten, wenn dein Partner vielleicht nach Feierabend in der nächsten Zeit nicht mehr so oft direkt nach Hause kommt, sondern Gründe findet, ich musste länger bleiben, ich habe nach Feierabend noch dies oder jenes gemacht. Also man verschafft sich Zeiträume, wo man alleine ist. Oder wenn man zum Beispiel weiß, der Partner muss früh ins Bett gehen, dann trinkt man halt in der Zeit, wo der im Bett ist. Man versteckt Alkoholflaschen und man vor allen Dingen sucht Treffen auf, wo der Partner nicht mitkommt. Wo man auch vielleicht weiß, dass der Partner gar nicht mitkommen will. Man hat vielleicht einen Freundeskreis, wo der Partner nicht dabei ist. Zum Beispiel eine Fußballgruppe, man fährt auf Fußballspiele. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Feuerwehr, Hobbys, egal was. Und trifft sich mit den Leuten dort, wo der Partner eben nicht da ist. Und dort kann man natürlich seine Sucht dann oder seinen problematischen Konsum ausleben. Und natürlich kommt man dann nach Hause und lügt dann ganz einfach. Also lange Zeit vielleicht wird man gar nicht drauf angesprochen, wenn man es noch so konsumiert, dass das nicht verhaltensauffällig wird. Also zumindest der Konsum, der Rausch nicht verhaltensauffällig wird. Aber es ist ganz klar eine Verhaltensänderung feststellbar. Das heißt, der Partner wird immer mehr aus nicht erklärbaren Gründen oder scheinheiligen Gründen oder nicht scheinheiligen Gründen, aber vorgesetzten Gründen Veranstaltungen besuchen. Er wird immer mehr alleine wegbleiben und vor allen Dingen wird er sich auch nicht an Vereinbarungen halten. Also wenn er sagt, hier, ich werde heute, bin heute Abend mit dem und dem verabredet, also das kenne ich sehr gut, wir gehen nur was trinken, wir wollten uns mal wieder treffen und aus diesem Treffen wird dann doch ein Partybesuch oder dieses Treffen endet im Exzess und man kommt nicht in 2-3 Stunden wieder, sondern man kommt in, ja, mitten in der Nacht im Vollrausch wieder. Und man kann sich nicht an Vereinbarungen halten. Man wird unzuverlässiger, also der Partner wird unzuverlässiger. Man bemerkt im Verhalten eben eine Änderung, er bleibt immer mehr weg, er sucht immer mehr Treffen ohne einen und er kommt immer von diesen Treffen dann doch immer mehr zurück, betrunken und immer mehr betrunken. Und da gibt es auch dann die schönsten Gründe dafür, weil der Partner war ja nicht dabei gewesen. Also man kann da super irgendwelche Storys erfinden, warum der Abend so gelaufen ist, wie er gelaufen ist und warum man gar nicht so schuld dran war oder warum es einem leid tut und das nächste Mal macht man das anders. Also da gibt es die kreativsten Ausreden dazu und da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hauptsache das eigene, man denkt von dem eigenen Trink Verhalten oder Problem ab, nicht, dass der Partner das merkt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 und der muss zwangsläufig dann irgendwann passieren, weil es wird auf lang oder kurz irgendwann so sein, dass der Co-Abhängige davon doch mitbekommt und dahinter kommt. Das ist ja irgendwann nicht mehr normal, dass der Partner ständig irgendwo weg ist, auf anderen Veranstaltungen sich mit anderen Leuten trifft, versteckt konsumiert. Also das heißt, es wird irgendwann Flaschen gefunden, die Verhaltensmuster werden dann doch erkannt, es wird immer mehr im Vollrausch nach Hause gekommen oder andere Leute sprechen einen drauf an oder man macht im Vollrausch dumme Sachen und wie auch immer. Also es kommt dazu, dass der Partner, der Co-Abhängige, dann doch irgendwie dahinter kommt und dann den Partner, also den Süchtigen, wieder zur Rede stellt. Dies passiert dann oft meistens auch unschön, also es kann sehr oft unschön passieren, sehr oft auch im Rausch passieren und da wird wieder darüber gesprochen. Schau mal, du trinkst wieder zu viel, du kommst und da wird das sehr oft als Vorwurf natürlich aus den Emotionen herausgemacht. Du trinkst schon wieder zu viel, du kommst ständig betrunken nach Hause oder du bist ständig weg oder du bist immer mit den Jungs dies und das. Also das wird alles, diese Verhaltensmuster werden vorgeworfen und auch wenn man die Trinkmenge als Co-Abhängiger nicht genau kennt, aber die resultierenden Verhaltensmuster sieht man ja und die werden alle dem vorgeworfen, dem Süchtigen. Auch irgendwo zurecht. Und dann passiert was, was dann sozusagen der Beginn meistens eines langgezogenen Dramas ist und das ist dann Punkt 5, man kommt in so eine Endlosschleife. Und diese Endlosschleife sieht so aus, dass man den Süchtigen konfrontiert,
Dann beginnt dieses Spielchen wieder von vorne mit dem Gegenbeweis bringen. Also nein, das ist nicht so. Also man erklärt seine Exzesse mit fadenscheinigen Gründen, mit bescheuerten Gründen und wird auch dem Partner aggressiv gegenüber. Da kann es zu verschiedensten Verhaltensmustern kommen. Es kann so weit kommen, dass einer von beiden, der Süchtige oder der Co-Abhängige, dann auch dem anderen wirklich ganz furchtbare Vorwürfe macht, dass plötzlich derjenige an seinem Trinkverhalten schuld ist. Da kommt es zu ganzen Beziehungsdramen an dieser Stelle. Und man bewegt sich in so einer Endlosspirale aus Vorwürfen, dann Streitereien, dann einigt man sich auf irgendwas. Der Süchtige gelobt Besserung, sagt, ich mache das nicht mehr, ich werde nicht mehr da diese Treffen aussuchen, ich werde das nicht mehr machen. Das kann dann wieder so eine Zeit lang so halb im Verborgenen bleiben, halb kann das vielleicht ein bisschen funktionieren, aber so richtig funktioniert das nie. Und dann ist es wieder eine Frage, wann man wieder diesen Streit hat und siehst du machst das auch schon wieder nicht und sowas. Dann hat man das Ganze wieder von vorne. Dann kann man wieder auf Punkt 2 zurückkehren. Also können sich diese Punkte, die ich gerade genannt habe, auch wieder wiederholen und immer wieder. Und das mache ich mit Endlosschleife, Gegenbeweis antreten. Okay, jetzt habe ich den Gegenbeweis angetreten, ich spiele wieder auf Zeit, dann verstecke ich das wieder so ein bisschen. Aber das Ganze wird dann irgendwann dazu führen, dass der Süchtige das nicht mehr aufrechterhalten kann. Weil er kann diesen Gegenbeweis irgendwann nicht mehr bringen, weil er schon zu tief in der Sucht drin ist. Und aus dieser psychischen Abhängigkeit auch dann irgendwann der körperliche geworden ist. Oder langsam es dazu kommt, dass es eine wird. Und dann kann er diesen Gegenbeweis gar nicht mehr so bringen. Er hat die Kraft nicht mehr dazu, die Sucht erlaubt sie nicht mehr, er kann das gar nicht mehr. So, und dann fallen irgendwie auch so ein bisschen, fällt die Maske und dann fällt die Fassade. Und dann kommt es sehr oft dazu, dass man dann doch sich die Sucht eingesteht, beziehungsweise dem Co-Abhängigen ist an der Stelle dann total klar, dass das eine Alkoholsucht ist. Der Süchtige selber, der kann immer noch das leugnen. Also der kann das zu jedem Zeitpunkt leugnen. Ich erinnere daran, Uli Borowka, das habe ich auch in einem anderen Video gesagt, der hat in einem Haus gesessen, alleine, mit einer Matratze, Frau weg, Kinder weg, eine Matratze und neben ihm nur Alkoholflaschen, die leer waren. Und er war immer noch der Meinung, er ist nicht süchtig. Also deswegen, zu jeder Phase der Sucht kann der Süchtige das immer noch leugnen. Selbst wenn es noch so offensichtlich ist, das müsst ihr euch ganz klar sein. So, und diese Endlosschleife, die ich gerade betrieben, von der ich gerade erzählt habe, die kann sich wirklich sehr, sehr lange ziehen. Und da können Beziehungsdramen entstehen. Das ist ein sehr, sehr leidvoller Weg für beide. Sowohl der Abhängige als auch der Co-Abhängige. Die machen sich da kaputt. Da wird sich zerfleischt. Da gibt es Dramen, Beziehungsdramen. Und da wird sich Sachen an den Kopf geworfen und sowas. Und dann ist es so, dass aus der Sucht nur hilft oder man es nur schafft, wenn diese Endlosschleife durchbrochen wird. So, und weil der Süchtige oder der Abhängige, also beziehungsweise der Co-Abhängige ja merkt, dass der Süchtige vielleicht nicht aufhören will, dass das immer nur so vorgeschobene Gründe sind und irgendwie kommt er da nicht raus, versucht man diese Durchbrechung, dieser Endlosschleife, versucht man dann zu erzwingen, aber man macht es sehr oft, ja, ich sag's einfach mal mit Platzpatronen, weil es kann dann dazu kommen, dass dann zum Beispiel der Co-Abhängige sowas sagt wie, das halte ich nicht mehr aus, ich trenne mich jetzt oder ich ziehe jetzt 3 Tage mal zu meinen Eltern oder sowas. Auch das kann sehr gut passieren. Und selbst dann, sage ich, ist es ein Platzpatron, weil beide merken eigentlich, dass das nur ein Schuss vorm Bug ist. Dass man das so richtig ernst macht. Man will dem anderen eigentlich nur zeigen, verdammt nochmal, hör endlich auf damit, mach einen Entzug, lass dir helfen, ich möchte das nicht mehr. Und der Süchtige, der ist dann auch reumütig und lenkt oft ein und hat diesen Schuss vom Bug verstanden. Der Partner kommt zurück, man verträgt sich, man will alles anders machen. Aber ihr werdet euch das denken können, viel anders wird das nicht. Es ist eine Frage der Zeit. Die Sucht ist wirklich ein Dreckschwein. Und man verfällt ganz schnell wieder in alte Muster. Das kann dann wieder dazu führen, dass man einen Gegenbeweis startet, dass man Trinkmengen wieder verheimlicht. Die Endlosschleife beginnt von neu. Deswegen sage ich, dass sowas eine Pseudo-Durchbrechung dieser Endlosschleife ist. Nämlich eine wahre, eine richtige Durchbrechung der Endlosschleife. Und das ist eine ganz wichtige Message des Videos. Könnt ihr als Co-Abhängige
so gut wie, vielleicht passiv, aber aktiv nicht erzeugen. Die einzigste Durchbrechung, die es geben kann, ist vom Süchtigen selber. Die Erkenntnis, aus was für Gründen auch immer, dass er süchtig ist, dass er ein Problem hat und dass er Hilfe benötigt und er muss es wollen. Er muss es wollen. Das ist das Einzige, meiner Erfahrung nach, was diese Endlosschleife durchbricht. Alles von außen ist nur Gegenbeweis einstellen, Sucht, Trinkmengen verheimlichen, halbherzige Versuche, Lügen oder sonst irgendetwas und in dieser Endlosschleife aus Leid, Vorwürfen, Lügen, Versteckspiel hängen zu bleiben. So, also, und diese Entscheidung könnt ihr dem Süchtigen nicht abnehmen. Ihr könnt nur für euch selber entscheiden als Co-Abhängige. Und jetzt kommt Punkt 6. Und der mag krass klingen, aber der knüpft jetzt an diesem Punkt an. Wenn ihr in dieser Endlosschleife seid und viele bleiben ewig in dieser Endlosschleife hängen, irgendwann hat man keine Kraft mehr dafür als Co-Abhängiger, jedes Mal diese leidvolle Geschichte durchzumachen. Und dann lasst euch gesagt sein, Punkt 6. Jeder Mensch hat das Recht auf Krankheit. Das ist nun mal so. Das ist rein rechtlich so und es ist auch ethisch und moralisch so. Auch wenn man natürlich jetzt mit gesundem Menschenverstand sagt, ja, aber das tut die Sucht, das macht dich kaputt, das tötet dich. Ja, das stimmt. Aber man hat ein Recht darauf. Jeder Mensch hat ein Recht darauf. Wenn ich eine andere Krankheit habe, kann ich auch sagen, nein, ich will die lebenserhaltenden Maßnahmen nicht. Ich will die Erste Hilfe nicht. Es gibt Menschen, die machen das. Und wenn sie das selber wollen, ist das ihre Entscheidung. Und mit der Alkoholsucht und mit der Alkoholkrankheit ist es auch so. Und an dieser Stelle sagen viele Angehörige dann, ja, er hat sich für die Sucht entschieden, er liebt mich nicht mehr, ich verstehe das nicht, wie kann man denn nur weiter saufen und unsere Beziehung, er macht alles kaputt und so. Ja, ich würde euch jetzt gerne irgendwas sagen, was euch da raushilft. Es ist nun mal die Erkenntnis, dass jeder Süchtige irgendwann in dieser Endlosschleife eine Entscheidung für sich trifft. Auch unausgesprochen eine Entscheidung für sich trifft. Aber durch seine Verhaltensweisen eine Entscheidung für sich trifft. Und ihr müsst die Entscheidung auch für euch treffen. Vor dem Hintergrund, dass jeder Mensch ein Recht auf Krankheit hat. Es gibt also meiner Ansicht nach nur zwei Verhaltensweisen und dann steht die Beziehung auch an einem Scheideweg, an dem man steht. Und entweder ist es so, dass man in dieser Endlosschleife hängen bleibt, aber man keine Kraft dazu hat, ständig diesen Kampf zu führen. Also, und das spreche ich wertfrei, kann es dazu führen, dass der Süchtige sich für die Sucht entscheidet. Jeder Mensch hat Recht auf Krankheit. Und man als Co-Abhängiger wohl oder übel da mitgeht, auch das ist eine Entscheidung. Die werte ich nicht. Das müsst ihr mit euch ausmachen. Ihr könnt nur nicht in dieser Endlosschleife ewig bleiben. Es macht euch kaputt. Also auch das gibt es. Es gibt auch Menschen, die schon sehr, sehr alt sind, die so leben, die Kinder haben, die sich nicht trennen möchten und die eben so ein Agreement gefunden haben mit der Sucht. Und der Partner auch bleibt. Also es gibt diese Sachen. Wenn ihr jedenfalls das nicht möchtet, müsst ihr für euch eine Entscheidung treffen. Und zu hoffen, dass diese Erkenntnis beim anderen kommt, diese Endlosschleife zu durchbrechen, diesen Kampf mit der Sucht zu durchbrechen, dann werdet ihr das irgendwann mit Worten und all dem, ihr seid ja schon in der Endlosschleife, nicht mehr schaffen. Und da kommen wir an einen Punkt, wo ich dann gefragt werde, wie kann das geschafft werden? Da gibt es kein Patentrezept. Es gibt Leute, die werden die Sucht, diese Endlosschleife nie durchbrechen. Die werden ihr Leben lang darauf, ja, da hängen bleiben in dieser Stufe sozusagen. Die Erkenntnis wird nie kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass sie kommt oder wann sie kommt. Jedoch ist es meistens so, dass wenn die Erkenntnis kommt, müssen, das habe ich auch schon mal gesagt, gravierende, einschneidende Erlebnisse passieren. Und das sind meistens so Sachen wie Trennungen vom Partner. Die Familie wendet sich ab. Der Job wird verloren. Man wird auffällig, irgendwie vielleicht sogar kriminell oder sowas. Es passieren einem ganz, ganz schlimme Sachen, weil man im Rausch irgendwas Blödes gemacht hat. Ja, oder man verliert den Führerschein zum Beispiel. Oder, und so war es bei mir gewesen, der Körper baut so ab, dass man nicht irgendwie leicht krank ist oder so, sondern dass man weiß, man krepiert daran. Weil zum Beispiel bei mir ein Leberwert so hoch war, dass der jenseits von Gut und Böse war. Dieser sogenannte Gamma-GT-Wert, GGT-Wert, der war bei mir bei 3000 gewesen. Das muss man an dieser Stelle erstmal sacken lassen.
konnte nicht mehr. Mein Körper hat mir gezeigt, ich mache das nicht mehr mit. Und ich hätte das nicht geschafft. Und dann habe ich reflektiert und gesagt, das geht so nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Was tue ich mir hier an? So. Und das hat bei mir dazu geführt, alles aufzuarbeiten. Und Erkenntnisse kommen dann noch weitere später in dem Verarbeitungsprozess. Aber diese erste Erkenntnis, wo man sagt, das geht so nicht weiter. Ich durchbreche das und ich will das jetzt. Dadurch, dass ich das nicht mehr will. Das kann man nicht von außen erzwingen. Das kann man den anderen nicht einreden. Man kann ihm das auch nicht rationell erklären. So. Auch nicht mit der Beziehung, auch nicht mit eurer Liebe. Das auch nicht. Es kann sein, dass das nie passiert. Und ob das passiert und wann das passiert und was passieren muss, dafür gibt es auch kein Patentrezept. Das kann ich euch auch nicht sagen. So. Und deswegen müsst ihr für euch die Entscheidung treffen. Wenn ihr in dieser Endlosschleife gefangen seid, wo ist der Exit? Jeder Mensch hat Recht auf Krankheit. Geht ihr denn mit? Geht ihr denn nicht mit? Und es gibt keine Garantie dafür, dass derjenige die Erkenntnis oder wann die Erkenntnis beim anderen kommt und er das wirklich von sich aus möchte. Vielleicht kommt es nie. Ihr müsst für euch gucken. Zum Abschluss sei gesagt, ihr müsst euch selber schützen. Ihr geht selber auch kaputt dran. Jedoch sei gesagt, natürlich sollte man den Süchtigen helfen. Natürlich sollte man Hilfe jederzeit anbieten. Man muss aber auch aufpassen, wenn man in diesem letzten Stadium angekommen ist. Dann kann das auch so eine verbindende Sache sein, wo der Süchtige, die der Süchtige nutzt oder wo man sich selber auch Vorwürfe macht und sagt, ich kann ihn doch jetzt nicht verlassen, er braucht doch meine Hilfe und er muss doch geholfen bekommen. Ja, das ist alles richtig, aber wenn das ist, was euch zusammenhält, man kann nicht mehr als das anbieten und alles dafür tun und irgendwann kommt ein Punkt, und dann müsst ihr für euch eine Entscheidung treffen nochmal. Die kann euch keiner abnehmen. Und ich werde auch angeschrieben und gefragt, was ist denn, wenn der Süchtige dies schreibt und das schreibt. Also es kann auch durchaus passieren, wenn ihr euch trennt, dass der Süchtige dann sagt, okay, jetzt will ich mir doch helfen lassen. Also das kann passieren. Und dann, wenn er in den Entzug geht, dann ist das ja eine wunderbare Sache. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, Alkoholabstinenz. Solltet ihr euch anschauen, was da wichtig ist. Da solltet ihr aber genauso aufpassen, ob er das wirklich will, weil dann muss im Nachgang auch was passieren. Ne? Man kann dann nicht back to normal kommen und back to the Alltag und in alte Verhaltensmuster, weil nicht zu konsumieren nach dem Entzug heißt nicht abstinent zu leben. Habe ich alles erklärt, könnt ihr euch anschauen. So, also passt auf diese 6 Punkte auf. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, den Angehörigen. Natürlich kann ich euch nicht seriös sagen. Jeder Fall ist verschieden, jeder Mensch ist verschieden, jede Rahmenbedingung ist verschieden, jede Sucht ist nochmal individuell in dem Schweregrad. Ne? Also der eine Süchtige schafft das vielleicht noch, der andere nicht mehr. Es ist nicht alles 1:1 übertragbar, was ich gerade gesagt habe. Es können sich verschiedene Punkte, die ich genannt habe, wiederholen. Diese Endlosschleife passiert sehr, sehr oft. Die Lügen, das Versteckspiel ist bei jedem so. Und letztendlich müsst ihr diese Entscheidung treffen. Und es bleibt zu sagen, dass der Alkoholismus und die Sucht eben am Ende nur Leid zufügt. Den Angehörigen, den Süchtigen, jedem. Und es gibt aber auch Hoffnung. Von daher, wenn ihr das gerade seht und euren Partner abgeschrieben habt, ja, lieber einen Versuch mehr unternommen. Dafür plädiere ich auch immer wieder, anstatt zu wenig. Aber wenn ihr schon lange in dieser Endlosschleife gefangen seid und selber darunter leidet, ihr müsst diese Entscheidung für euch selber treffen, die nimmt euch niemand ab. Gut, meine Lieben, dann soll das für heute das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ein bisschen Einblick geben in die Denkmuster der Sucht und die Verhaltensweisen der Sucht, des Süchtigen, dass ihr das besser versteht und dass ihr die Muster auch besser erkennt und vielleicht nicht eine Runde unnötig zu viel dreht in dieser Endlosschleife, auch wenn das Ganze nicht einfach ist. Ich wünsche euch viel Kraft, ich wünsche euch alles Gute. Und bleibt vor allen Dingen gesund, meine Lieben. In Südhessen, ihr wisst, sagt man Gude. In dem Sinne, Gude. Bis zum nächsten Sonntag, euer Flaschengeist. Would it be wrong, would it be right? If I took my life tonight, so it's as I did I mine. Moved the lights from night aside. And I contemplated suicide. Cause I'm losing my side, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind.